Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Ja, nach den ganzen Leaks bleibt die Spannung so ein bisschen auf der Strecke, nachdem sich ja wirklich fast alles bewahrheitet hat. Und auch so ist es mit Eliaquim Mangala passiert. Und morgen werden wir dann auch sehr wahrscheinlich Marco Reus sehen, wenn sich das auch weiterhin so bestätigen sollte. Und wir schauen uns auf jeden Fall die Karte von Mangala etwas genauer an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Aktuell kostet euch die Karte ca. 220 bis 240.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr dann gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Okay, das war soweit die kurze Einleitung. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Hinweis für FOT 16. Ah, wir schauen einfach. Genau, FOT 16. Und das ist wieder ein französischer Spieler. Und mit ZOM als Position. Da bin ich mal gespannt, was vielleicht kommen wird. Vielleicht ein Dembele. Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein Fekir. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr da vermutet. Ich denke mal, in den nächsten, weiß ich nicht, 2-3 Stunden wissen wir eigentlich eh schon, wer kommen wird. Bei dem linken Flügelspieler, den wir hier sehen, bei FOT 15. 15, ja, auch gute Aussprache. Ja, da werden wir wahrscheinlich Gervinho sehen. Also ein altbekannter Spieler, der auch sehr, sehr pacey sein wird. Wird wahrscheinlich auch als SBC verfügbar sein. Und jetzt schauen wir uns erstmal Mangala an. So sieht er aus. 1,87 groß mit sehr, sehr schönen Arbeitsraten für einen Centerback, also Innenverteidiger, mittelhoch und einen starken linken Fuß hat er. Spezialbewegung 3 Sterne, schwacher Fuß 5 Sterne. Da hat er also ein Upgrade erhalten. Normal hat er nur eine Silberspielerkarte, 74 bewertet. Ja, eigentlich sogar einfach unspielbar mit 59 Pace. Da gab es ein ordentliches Upgrade. Den schwachen Fuß, den hat er gehabt auf 4 Sterne und die Skills waren bei 2 Sterne. Also hat er einmal plus 1 Spezialbewegung und natürlich plus 1 schwacher Fuß erhalten. Und auf jeden Fall sieht die Karte auf den ersten Blick richtig gut aus. Schauen wir mal weiter. Er spielt in der ersten spanischen Liga. Vielleicht hat noch jemand einen Koundé. Ist natürlich ein Stronglink. Ansonsten, ja, wow. Also Defensivwerte sind hervorragend. Tatsächlich, ich würde das... sind hervorragend, aber nicht perfekt tatsächlich. Physis ist aber sehr, sehr gut mit 93 Stärke, Aggressivität 93, Ausdauer 81 ist auf der Position vollkommen in Ordnung. Kurzer Pass 85, langer Pass 82, also passen kann er. Antritt, das gefällt mir nicht so, da hat er nur 75. Ich würde ihm auf jeden Fall einem Shadow geben und dann sieht die Karte wirklich richtig gut aus und auf der Position kriegt er dann auch mal leicht eine Bewertung von 93. Okay, mal gucken, ob er noch einen Trade hat. Und den Powerkopfball hat er noch. Das ist auch sehr, sehr gut. Und er hat noch die CPU-gesteuerte Gretchen-KI. Wie die sich jetzt auf Foot auswirkt, das weiß ich leider nicht. Aber besser haben als nicht haben. Und jetzt schauen wir uns seine SBCs an, die wir jetzt auch gemeinsam lösen werden. Und wir haben hier ein Premium Electrum Spieler Pack. Das hat immerhin einen Wert von 12.500 Coins. Und wir haben hier in der Topform SBC ein Prime gemischtes Spieler Set mit einem Wert von ca. 10k. Und FC Porto ist die erste SBC, die zu lösen gilt. Und hier benötigen wir genau einen Spieler von Porto. Team of the Week mindestens ein Spieler. Team Gesamtbewertung 83, Team Chemie 75 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Beide Teams könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Gut, jetzt legen wir los. Let's go.
Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen. Ja, preislich sind wir hier so circa bei 55.000 Coins. Jetzt schauen wir uns die zweite und letzte SBC dann an. Dann haben wir es quasi schon hinter uns. Topform nennt sie sich. Und hier benötigen wir einen Teemos Weak Spieler. Eine Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir mal gemeinsam durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen und ihr seid im Besitz eines neuen, wirklich sehr, sehr starken Innenverteidigers, Mangala. Und mich würde mal eure Meinung interessieren, ist das eine Spielerkarte, die ihr gerne in eurem Team sehen würdet? Und ja, wenn ihr schon damit gespielt habt, dann lasst mir mal gerne Feedback da, wie sich diese Karte anfühlt. Ansonsten, ihr kennt es ja bei Dihan oder Smaxi oder zu 100% Inception, aber dann in englischer Ausführung könnt ihr euch ein Review von den Spielern anschauen und euch ja einen Ersteindruck verschaffen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat und ihr vielleicht auch dank mir zur richtigen Lösung gekommen seid, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Motiviert mich sehr und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.